Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin's wieder, euer Heizi. Ich bin jetzt hier schon ein Stück weit gefahren. Das werde ich euch auch jetzt mal zeigen. Und zwar genau 1,5 Kilometer. Oh, das ist ein Taxi, ganz eilig. Ja, heute mit dem E-Scooter auf Langstrecke. Wir haben jetzt 107 Kilometer seit gestern voll, also es macht echt Laune. Der Akku war voll geladen worden von mir die Nacht. Ich fahre heute nach Meinerzhagen und gucke mal, wie weit ich komme. Ich habe meinen Vater schon angefunkt, dass er eventuell mich unterwegs einsammeln müsste, falls ich nicht die Strecke schaffe. Was ich natürlich hoffe. Ja, gibt nicht viel zu sagen. Dranbleiben und wir sehen uns auf Piste. Und Start. Ja, Leute, es ist immer wieder erstaunlich, was für einen Anzug dieser Roller hat. Selbst mit mir. So, wir fahren jetzt 18 Stundenkilometer auf leichten Bergen. Da pendelt der sich so ein. Das habe ich auch in den Videos so gesehen. So, jetzt machen wir mal das Licht an, weil es wird jetzt dunkel. So, meine Route führt mich heute über die Herscheider Landstraße hoch. Das habe ich schon ausprobiert. Da läuft der recht zügig rauf mit mir. Luft holen nicht vergessen. Auto von hinten. Über das Hundesteuer, ne? Ja. Ich bin auch sonntags unterwegs. Ja, so 17, 18 Stundenkilometer bei Steigungen, da pendelt dieser Roller sich ein. Und ja, wie gesagt, Herscheider Landstraße, da werde ich euch dann mal wieder auspacken, weil bis dahin gibt es jetzt hier nicht viel zu sehen, ist alles relativ eben. Und das macht ja keinen Sinn, euch laufen zu lassen. Mal gucken, wie ich das mache. Hoppala. So, sorry, aber während der Fahrt Kamera anmachen, das klappt nicht. Ich hatte es gehofft, aber nee, haut nicht hin. So, jetzt geht's hier leicht bergab. Herscheider Landstraße ist soweit überwunden. Und ich bin jedes Mal erstaunt, wie schnell er mich da hochbringt, weil da haben wir ja auch gute, müssten bestimmt schon bald 10% Steigung sein. Und da bringt er mich immer noch so mit 15, 16 Sachen hoch. Ach, rote Ampeln, wie ich sie liebe. So, dieser Roller soll angeblich rekuperieren. Ich habe es noch nicht herausgefunden. Ich finde zumindest keinen Unterschied zwischen angeschalteter Rekuperation oder abgeschalteter Rekuperation. Ach, Leute, 20 Stundenkilometer ist schon arg langsam, ne? Schönen guten Morgen. Also was macht mir ja Spaß, ne? Das glaubt ihr nicht. So, mein Spiegel an diesem Helm ist Gold wert. So, jetzt gehen wir auf die Fahrbahn. So, wir sind im Moment so mit 2021 unterwegs. So, jetzt wird es wieder bergabschüssig. Was haben die denn hier? Warum den Radweg immer? Ich verstehe es nicht. So, im Akku sollen jetzt unter dieser Last noch 49 Volt sein. Die Akku-Balkenstandsanzeige zeigt leer an. Das ist geil. So, jetzt geht's gleich ab. Jetzt erholen sich die Sachen hier wieder. 223, 24. Oh, da steht was auf dem Weg. Ja, so wird das dann jetzt hier laufen, ne?
So, und mein Spiegel am Helm, Leute. Jeder, der darüber lacht, soll sich so ein Ding einfach spaßeshalber mal montieren. Das Teil ist Gold wert. Ich habe jetzt schön den Rückverkehr im Blick halten. Guten Morgen. Und schauen, dass alles gut geht. Naja, gut, meine lieben Leute. Wie der René so schön sagt, das habe ich irgendwie übernommen. Wir fahren mal weiter. Wir schauen noch mal eben, wie viel wir schon hinter uns gebracht haben an Strecke. 5,2 Kilometer. Ja. Haben wir mal ein Viertel geschafft oder sowas. Ja, wir werden schauen, wann und wie ich ankomme. Es gab drei Routen, um das noch kurz auszuführen, zur Auswahl für diese Strecke. Ich nehme jetzt quasi die Mittelroute, was höhenmetertechnisch und auch kilometertechnisch so in der Mitte lag. Laut Google Maps natürlich wohl bemerkt. Ich habe hier die Fahrradroute gewählt, weil die E-Scooter-Routen gibt es irgendwie noch nicht. Das wäre noch was Neues, aber prinzipiell kann man da ja wirklich die Fahrradrouten nehmen. Und ja, schauen wir mal. Laut Google Maps 21 Kilometer. 21 oder 22, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Erfahrungsgemäß weiß ich, das stimmt nicht. Es ist mehr. Die andere wäre über das Ebbemoor gewesen. Auch ganz komisch, hat er mir noch nie angezeigt, die Route zum Fahrradfahren. So, Ebbemoor waren, glaube ich, 23 Kilometer, aber ja, etwas mehr Höhenmeter. Und 20 Kilometer hat er mir angesagt bei meiner Standardroute durchs Vollmetall. Aber da habe ich keine Lust drauf. Gut, in dem Sinne, bis später. GoPro, Videoaufnahme stoppen. So, meine Lieben, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ja? Huch. Shit. Schauen Sie, wir haben im Gemüse gelandet. Wie war das? Aufpassen beim Fahren. Ah, aber mega mit diesem Roller, ne? War eben zack, ab, runter ins Gelände und shit egal, das funktioniert. So, wir fahren jetzt, wir fahren jetzt die Hummer drauf. Jetzt wird's lustig, weil jetzt kommt Steigung, so richtig Steigung. Ich glaube, das ist jetzt auch bis nach meiner Zagen erstmal dann die letzte Extremsteigung. Hinten Richtung Elbe hoch, da geht's noch mal ein bisschen, aber hier muss er jetzt richtig knacken. Wir haben jetzt gefahren 7,8 Kilometer. Man hört den Motor, oder? Man hört den richtig gut. Der ist schon laut. Das muss ich dem Teil lassen, aber mich stört es gar nicht. Ich finde es sogar gar nicht schlecht, muss ich gestehen. 7,8 Kilometer. Wir haben Halbzeit von dem, was ich gestern gefahren bin. Und gestern, sage ich euch, wie es ist, habe ich schlimmere Sachen gemacht, als heute anstehen. Also da habe ich richtig die Berge hochgeprügelt. Da ist das jetzt hier gar nichts gegen. Wobei, das zieht sich hier jetzt. Boah, wir sind nur noch bei 13 Stundenkilometern. Weil hier geht es schon mächtig hoch. Naja, schauen wir mal. Auf die Länge gesehen ist das hier vielleicht auch nicht so unwenig. Oh, er hält sich aber konstant bei 13 km/h. Man muss jetzt immer bedenken, was wir hier komplett wiegen. Achso, der Roller hat übrigens eine Komplettsystembelastung von 144 Kilo. Mega. Finde ich richtig gut. Natürlich müssen wir hier das Eigengewicht vom Roller wieder abziehen. Wobei die da natürlich so einen Standardwert genommen haben. Und haben gesagt, ja nee, mehr wie 120 darfst du da nicht draufballern. Da liegen wir natürlich ein bisschen drüber. Und ja, ich weiß, das ist alles meine eigene Verantwortung, was ich hier mache. Von daher, alles gut. Ja, jetzt geht's noch mal ein bisschen mehr.
Jetzt sind wir nur noch bei 11 Stundenkilometern. Okay, ich hatte gehofft, dass das hier ein bisschen anders aussieht, aber ja gut, ist halt so. Akkustandstechnisch 44 Volt. Ah ja, da geht noch was. Ladebalkenanzeige ist bei 0. So, ich habe jetzt hier mal Stopp gemacht. Ja, Akkuladestandsanzeige bleibt bei 0, 47 Volt. Und er kann runter bis auf 39 Volt. Also da ist noch ordentlich was drin. Ich tippe jetzt mal so auf, weiß ich nicht, Hälfte Akku. Wir sind allerdings erst gefahren, 8,5. Ja, es wird eng. Diesen Husten werde ich einfach nicht mehr los in meinem Leben, glaube ich. Egal. So, kann man es sehen? Nein, kann man nicht. Dann sage ich es euch einfach. Das ist doch alles, ich war da. Sind noch im Akku jetzt im Stand. Akkustandzeigebalken leer. 45,3 Volt. Das wundert mich, da steht er schon, weiß ich nicht wie lange. Betriebszeit sind wir jetzt ungefähr 53 Minuten unterwegs. Und haben 14,2 Kilometer gefahren. Ich habe es gerade unter Last geschafft, dass er mir angezeigt hat. Dann war dieser Akkubalken am Blinken, so nach dem Motto, Kollege, ich bin alle. Oh Mann, was ist denn das? Aber er läuft noch, er läuft noch, er läuft noch. Er sieht aus wie Sau. Ich natürlich auch wieder. Da muss ich was dran ändern, das geht so nicht. Ich zeig's euch einfach. Ja, also wir sind schon eingeschmutzt heute Morgen. Das heißt für mich wieder putzen, putzen, putzen. Gut, jetzt versuche ich noch einen anderen YouTuber zu erreichen, weil der wohnt hier in der Ecke. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir uns mit dem noch getroffen kriegen. So, meine Lieben, ich bin in der Wirbelsaat angekommen. Konnte hier den Radweg benutzen. Da gibt es tatsächlich einen kleinen Radweg. Es ist unglaublich. Großstädte haben keine Radwege, aber die Wirbelsaat. Einwohnerzahl unbekannt. Unter 100, glaube ich. Ja, wir fahren jetzt auch schon quasi wieder raus aus der Wirbelsaat. Akkustand 44 Volt. 45, gerade wieder mehr geworden. Es ist unglaublich, wie dieser Roller sich hier durchkämpft. Dann gehen wir mal die Daten durch. 1 Stunde 10 in Betrieb. Ja, mit 1,5 Stunden kommen wir hin. Dann sollte ich da sein. Gesamtkilometer liegen wir jetzt bei 123 und es macht Spaß. Gefahrene Kilometer bis jetzt 17,9. Bei, ich weiß nicht, um die 0 Grad haben wir es. Ist arschkalt, Leute. Ich freue mich gleich bei meinen Eltern schön vor den Kamin. Ach, das wird herrlich. Aber wir müssen es um die 0 Grad haben. Gerade jetzt hier im Tal. Und ich finde 18 Kilometer gerade umgesprungen. Und ich finde es erstaunlich, was dieser Roller mit mir hier leistet. Kann ich nur so sagen. Das ist echt gut. Ich bin beeindruckt. Ja, von dem kurzen Blinken vorhin ist nichts mehr zu sehen. So von wegen Nachladen, Kollege. Nachladen, Nachladen. Nein. Er läuft und läuft und läuft. So, ich war kurz am Überlegen, ob man heute Abend die Tour ein bisschen abkürzt und sich ein Stück bringen lässt. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich werde das Hardcore durchziehen und wenn ich dann mal laufen muss, dann muss ich laufen. So wie sich das gehört. Das soll ja alles authentisch sein. Ah, herrlich. Wo sind wir denn hier? Vosswinkel ist das. Vosswinkel. Metall, nee, Kunststoffverarbeitung. Dachpappenfabrik? Hä? Doch, steht immer noch Vosswinkel dran. Ach, und Stadt, oder wie sich das schimpft. Egal. Ja gut, bleibt dran. Mein GoPro-Akku geht so langsam zur Neige, habe ich gemerkt. Ah, ich habe Kabel dabei. Ja, mega. Ja, bis später. GoPro, Videoaufnahme stoppen. So, meine Lieben, ich bin meiner Zagen Anfang. Wir haben 20,1 Kilometer.
Der Akkubalken ist jetzt dauerhaft am Blinken. Ich guck mal eben die Voltzahl nach. 38,6 Volt. Also das ging jetzt auch recht zügig. Ich vermute mal aufgrund der gesunkenen Temperaturen hier im Tal. Ich habe nicht mehr die volle Leistung zur Verfügung. Er drosselt mich doch jetzt arg stark ein. Oh, er drosselt mich richtig ein, Leute. Das ist gleich vorbei hier. Shit. Ja, er drosselt mich richtig ein. 11 km/h, jetzt geht's, glaube ich, zur Neige. 1 Stunde 19 unterwegs. 20,3 Kilometer. Yo, 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 jetzt ist gleich Feierabend hier. Also, ich habe den Gaszug voll durchgetreten, durchgezogen. 8 km/h. Jetzt ist gleich Schluss, ich merke es schon. So, wir gehen jetzt hier auf den Radweg. Hier wird er mich nicht mehr hochbringen. Er fährt tatsächlich noch. So, das war's. 20,4 Kilometer. Ich werde das jetzt trotz alledem übertreiben und noch weiterfahren. So, wo sind wir denn? Jetzt sind wir wieder bei 42,4 Volt, 5 Volt. So, hiermit sind wir wieder aus der Reserve raus. Das darf doch nicht sein. Jo, und er hat wieder Leistung. Alter Schwede. Ja gut, dann nutzen wir das doch. Oh, scheiße, er tut wieder ziehen wie Sau. Ja, okay, jetzt sind wir natürlich wieder direkt in die Begrenzung rein und jetzt lässt er die Leistung wieder weg. War ja Logo. Aber er fährt mich noch. Ein bisschen zumindest. Das wollen wir natürlich so nutzen. Also 20 Kilometer bei um die 0 Grad. Das ist gut. Das ist saugut. Für den Akku. Ich bedenke, was mein kleiner Scooter nur schafft, ist das mega. So, lasse ich mich jetzt abholen oder fahre ich weiter? Quäl, quäl, quäl. Ich meine, ich will ja auch nichts kaputt machen. Ja gut, schauen wir mal. So, einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Ich befinde mich wieder auf dem Heimweg. Genau, ich setze euch mal wieder hoch. Ich bin bereits wieder oberhalb des Ebbe-Moors bzw. des Ebbe-Teilstücks und näher mich jetzt Richtung Hummerturm. Genau, so war's. Ja, vor uns jetzt ist die Autobahn schön zu sehen. Ja, nachdem hier die Bäumchen alle... ja, Leute, ihr müsst hier alle mal vorsichtig fahren. Das sage ich nicht nur so, das mache ich sogar selbst. Okay. Ja, die Lampe ist schon sehr grenzwertig eingestellt, aber ich will ja was sehen. Das habe ich mit dem Fahrrad genauso gemacht. Ja gut, geht jetzt heimwärts. Ich habe ein bisschen gemogelt, dass ich auch ja nach Hause komme. Weil jetzt noch hier irgendwo stehen bleiben und schieben, wir haben es auch schon gleich 21 Uhr. Muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich keinen Bock mehr drauf gehabt. Und ja, mein Vater war so gnädig und hat mich ein paar Meter des Stücks gebracht. Zumindest so weit, dass ich jetzt wirklich mit der Akkuladung nach Hause komme. Wir haben es aber mittlerweile Temperatur... Was war das? Geil. Nachts durch Wald und Geräusche von rechts. Wir haben es aber mittlerweile auch um die 0 Uhr. Ja. Ach, ich rede einen Blödsinn, Leute. Korrigiert mich doch. Also nicht um die 0 Uhr, sondern um die 0 Grad. So, jetzt haben wir es. Sodass die Akkureichweite sowieso jetzt stark ins Schwanken kommen könnte. So, jetzt haben wir das Problem, die Autobahn, die ganzen Lichter, ich bin von hinten ein bisschen geblendet, Spiegel und ich denke immer, es kommt ein Auto von hinten, aber ist ja gar nicht. Ist ja gar nicht. Ja, wisst ihr Bescheid? Bleibt dran, das eine oder andere Video wird wohl jetzt noch kommen.
So, mal den Roller von vorne begutachten. Ja, schon ein gutes Licht, muss man ja sagen. Was mich so ein bisschen stört, ist, aber das hat jeder Roller, da unten diese kleine Funzel, ne? Die ist halt nichts, deswegen habe ich ja auch noch Ette hier. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz gute Kombi. So, jetzt geht's bergab. Ich bin hier direkt am Humberturm. Jetzt starten wir berg runter. Man sieht mich, glaube ich, gar nicht mehr. Und schauen mal, was so geht. So, meine Lieben, wir starten hier aus dem Stand heraus. Ach, ich sehe gar nichts. Ich muss mir hier ein bisschen was lichttechnisch noch einfallen lassen. So, und oh. Und zack, 18 km/h, 19. Ah, geht ein bisschen bergauf hier, 19 km/h, aber das geht so schnell mit dem Teil. Auf diese Geschwindigkeit zu kommen, das glaubt ihr mir gar nicht. So, Abfahrt. 20 haben wir jetzt. So, jetzt hört der Motor auch so langsam auf. Und der Wind ist frisch. Ja, er hält sich aber akribisch. So, jetzt gebe ich Gas und nehme weg. 22 km/h, da tut sich jetzt gar nichts mehr. Jetzt kann ich den Gashebel auch loslassen. Jetzt beschleunigen wir rauf. 24. 25. Oh, ist das kalt. 28. 31. Ah. 37. Oh, bang, bang. 42. So, jetzt fängt der Tacho aber schon an rumzuspinnen. Er schwankt zwischen 42 und 39, keine Ahnung. Also ich kann nicht sagen, wie schnell ich bin. Jetzt hält er konstant 42. Und ich bin wieder rum zwischen 39 und 42. Ich bin definitiv am Beschleunigen. 44 hat er jetzt angezeigt. Ah, da muss doch noch mehr gehen. Ja, keine Ahnung. Jetzt werden wir wieder langsamer. Ah, macht schon Spaß, Leute, macht schon Spaß. So, jetzt fallen wir wieder runter. 34. 29, sind wir in der Ebene, 27, 26, 25, 24, 23, 21, so, und hier zündet der Motor wieder. 20, 19, ja, jetzt sind wir wieder im Betrieb. Also trotz dieser Eigenschaft als E-Scooter muss ich sagen, er fährt sich bei höheren Geschwindigkeiten, so wie jetzt gerade, super einfach. Man hat auch nicht irgendwie Angst, oh, das könnte jetzt anfangen zu flattern. Das habe ich mit dem anderen Roller gehabt. Da weiß ich, dass ich so schnell auch nicht mehr fahren werde mit. Aber bei dem hier lasse ich einfach laufen. Ich habe mir jetzt von der Arbeit nach Hause schon getestet. Ich weiß nicht, wie schnell ich darunter war. Aber ich habe echt keine Angst auf dem Teil hier. Und die Bremsen, wie gesagt, machen auch ihren Job. Von daher alles gut. Dieser Roller ist ja in der USA auch im Dualmotorbetrieb bis 64 Stundenkilometer unterwegs. Zumindest weiß ich, dass der eine so schnell zugelassen ist. Und das ist der gleiche Roller. Allerdings hat der hydraulische Scheibenbremsen. Ja, gibt nicht mehr zu sagen. Oh, hier hat aber jemand Parfum versprüht. Ja, wir kommen jetzt gleich nach Lünscheid rein, dann melde ich mich wieder.
So, meine Lieben, ich bin wieder in Lüdenscheid. Ja, jetzt nutze ich hier den Radweg, der gleichzeitig Fußgängerweg ist. Also ich muss schon sagen, jetzt auch gerade da hinten die Straße runter, so das Fahrwerk von diesem Roller, Leute, ne, ist phänomenal. Also da kann ich echt nicht meckern, das ist mega. Auch das hier, das bügelt der einfach so weg. Scheißegal. Ne? Bügel, bügel, bügel. So, jetzt hier vom Bordstein runter. Zack, zack, kein Ding. Und auch vorhin auf der Straße da runter bei höheren Geschwindigkeiten, so gut federt noch nicht mal mein Fahrrad. Muss ich einfach so sagen, mein Fahrrad macht das nicht so gut. Aber das hier ist schon phänomenal. So, ich lasse jetzt die Kamera einfach mal mitlaufen, weil ich will den Akku eh mal leer ziehen. Und vielleicht fällt mir ja gleich noch ein, was ich erzählen möchte. Ach, ich habe vergessen unterwegs. Naja, das ist dann halt so. Das ist dann halt so. Oh, blinken wir ausnahmsweise noch. Wir sind ja nett. Okay. Also das Teil hat sie auch bezahlt gemacht. Mega gut. Ach, da muss ich auch noch ein Video zu drehen. Ja, ein spaßiger Tag geht zu Ende. Jetzt ziehen wir noch mal schön hier durch den Tunnel. Ach, Fahrräder frei, okay. Oh, egal, egal. Das ist doch Verarsche hier. Quietsch. So, komm hier ein Auto. Komm jetzt ins Fernsehen. Oh, oh, oh. Vollidiot. So, das war ein Vollidiot, wie er im Buche steht. Ich hoffe, ihr habt das gesehen. Und da stehe ich auch zu, sowas ausgesprochen zu haben. So, Leute, mal eine Frage an euch. Wenn ich so locker, leicht und flockig hier Sachen raushaue, ich weiß, das ist nicht sehr... Also ich weiß, das ist nicht sehr professionell, ne? Aber ehrlich gesagt möchte ich auch gar nicht so professionell sein. Weil das soll ja Spaß machen hier. Ich denke, das ist okay, oder? Zumindest hat sich noch keiner beschwert. Aber ich bin heute eh ein bisschen makaber. Also Leute, habe ich noch gar nicht erwähnt, ne? Mein Vater ist heute den Roller auch gefahren. Oh, der ist, was sagte er, 30 Kilo leichter als ich. Er sagt, das macht schon echt Bock mit dem Teil, ne? Also, puh. Ja, macht es auch. Kann ich nur bestätigen. Das muss ich gleich Mama noch schreiben, dass ich gut angekommen bin. Machen sich ja immer Sorgen, die Mama. Ist ja auch in Ordnung. Das macht echt Spaß, Leute. Auch bei den Temperaturen. Ja, mega, Leute. Was soll ich euch sagen? Also das war jetzt eine echt
geile Sache heute. Ich bin zu Hause. Der Roller sieht aus wie Sau. Und die Woche ist schon direkt die nächste Tour mit dem Roller geplant. Also das geht im Moment Schlag auf Schlag. Was ich gut finde. So, wir haben heute gefahren 33 Kilometer haben wir heute mit dem Roller zurückgelegt. Okay. Das ist wirklich okay. Wie gesagt, ich bin eh überrascht, wie gut er heute gefahren ist. Also ich habe es wesentlich schlimmer erwartet. Aber das hat er ja nicht. Er hat mich ja echt positiv überrascht. Ja gut, das soll es heute gewesen sein. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.